Hallo und willkommen auf meinem Kanal und einem neuen Zeitrennen. Diese Woche haben wir das Zeitrennen Tongva Valley mit einer Zeitvorgabe von 58,8. Wo finden wir das Rennen? Das Rennen finden wir hier hinten bei, ja, wie der Name schon sagt, Tongva Valley. Ist so ein Kajak, ja, Verein wahrscheinlich, so eine Kajak-Raststätte oder was auch immer. Und das Rennen endet hier hinten, quasi in einer Kreuzung in der Nähe von hier, von diesem Luxury Autohaus. Und die Route, wie sie uns hier vorgegeben ist, die ist soweit okay, bis auf diese Passage hier, die würde man anders fahren. Und zwar würde man hier bis zu dieser Kreuzung, also hier geradeaus fahren, den Schwung beibehalten und erst ab dieser Kreuzung hier links ab und dann den ganzen Schwung Vollspeed ins Ziel. Es gibt noch eine alternative Route, eine schnellere Route, wenn ihr mit dem Bike fahrt, zum Beispiel mit der Bati oder mit der Hakucho Drag. Sie ist sehr riskant, auch sehr schwer. Ist aber, meine ich, mit die schnellste Route überhaupt. Und zwar, ihr könnt euch den Marker hier hinsetzen. Und zwar fahrt ihr los, ihr fahrt hier in die Abzweigung hinein. Und dann hier unten ist so eine Kurve. Fahrt vor der Leitplanke oder nach der Leitplanke ist eine kleine Schanze. Ihr müsst versuchen, den Sprung hier auf diese oder in diese Gasse hinzubekommen. Ist sehr schwer. Ich habe schon mal Videos hochgeladen, wo ich das erfolgreich geschafft habe. Ihr könnt auf jeden Fall wahrscheinlich, ja, ich weiß es gar nicht mehr, 2-3 Sekunden schneller fahren. Auf jeden Fall ist das die schnellere Route, aber die gefährlichere. Und ihr bräucht, wenn ihr es nicht auf Anhieb schafft, schon einige Versuche, um das hinzubekommen, weil dieser Sprung ist wirklich sehr schwer. Nehmen wir an, ihr habt ihn geschafft, dann kommt ihr hier, ihr springt hier, landet hier in der Gasse und dann folgt ihr hier der Gasse, hier runter, hier über die Kreuzung, achten auf Querverkehr, dann fahrt ihr hier alles runter, am Luxury Auto vorbei und dann direkt links und dann seid ihr im Ziel. Wir werden die normale Route fahren und zwar, wir werden hier bis hierhin fahren und dann bis zum Ziel. Und zwar Fahrzeugempfehlung, ich habe die Bati voll getuned, ansonsten die Shotaro, die Shinobi, die Reaver oder am besten natürlich die Hakucho Drag. Von den Vierradfahrzeugen, ich meine, ich habe ein Video hochgeladen, mit wie viel, also mit einigen möglichen Fahrzeugen ist es möglich. Ich werde das Video, wenn ich es finde, werde ich es verlinken am Ende vom Video oder oben in der Infobox, mit welchen Fahrzeugen es alles möglich ist. Ja, die üblichen Fahrzeuge wie immer, Krieger, Emeris und sowas, das ist, mit denen ist jedes Zeitrennen möglich. Aber ich habe noch andere Fahrzeuge in diesem, ich glaube, ich habe 10 oder 11 Fahrzeuge in diesem Video. Ich verlinke es, wenn ich es finde. Gut, was haben wir noch? Abfahren braucht mir die Strecke nicht, weil die Strecke ist relativ leicht, außer der Verkehr. Aber der ist halt überall und da müssen wir halt aufpassen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Warten, bis der hier vorbeifahrt. 3, 2, 1 and go. Ich fahre direkt im Wheelie los, weil wenn ihr nicht im Wheelie losfahrt, wird es dann am Ende doch schon knapp. Also Wheelie. Mit der ungetunten Bati ist es auch möglich, aber sehr, sehr schwer und extrem knapp. Von daher greift lieber gleich zur getunten Bati und die Route, die ich jetzt fahre, die fahren wir auch mit den Autos, also die ist am einfachsten mit den Vierradfahrzeugen. Einfach alles Vollgas und dann hier an der Kreuzung links ab, aufpassen, dass ihr in die Fahrzeuge, die an der Ampel stehen, nicht reinkracht. Und dann hier einfach auch wieder alles Vollgas im Wheelie. Wow, das war jetzt knapp.
Und wir sind 1:56. 2 Sekunden Restzeit. Wurde schon mit der getunten Body ziemlich knapp. Aber ja, wie gesagt, ich packe ein Video in die Infobox, wo verschiedene Fahrzeuge getestet habe, und dann könnt ihr euch ein Urteil machen, welches Fahrzeug ihr habt und mit welchem es möglich ist. Gut, dann wandern wir direkt zum RC Bandito Zeitrennen. Das wäre hier, das ist Friedhof. Zum RC Bandito Zeitrennen habe ich euch ja letzte Woche schon gesagt, ich mache das nur noch dieses Jahr, und ab Januar mache ich keine RC Bandito Zeitrennen mehr. Die letzten, wie viele sind das jetzt? 3, 4 Stück. Die werde ich noch mit euch machen oder für euch machen, und danach keine mehr. Es sei denn, das Winter-DLC, was jetzt am Dienstag kommt, bringt neue RC-Zeitrennen. Dann werde ich die auf jeden Fall auch noch für euch fahren. Aber wenn bei dem DLC keine neuen RCs oder keine neuen Zeitrennen sind, dann war es das für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr. Gut, wir haben Friedhof, Zeitvorgabe 1:20. Es regnet. Regen sollte uns eigentlich nicht stören. Wir legen direkt los. First try. Links mehr vom Gas gehen als bremsen. Bei Regen weiß ich es gar nicht mehr, wie das Fahrzeug sich hier verhält. Ihr könnt das Gas auch durchtippen. Eine Bremse würde ich genauso durchtippen, damit ja, ihr seid dann auf der sicheren Seite, wenn ihr es durchtippt. Also nicht voll auf der Bremse stehen, sondern durchtippen. Ich bin jetzt ziemlich lange Zeit vom Gas gewesen, also ich habe es fast nur noch rollen lassen. Weil der Regen hier doch mehr einwirkt, als ich gedacht habe beim RC. Das habe ich überhaupt nicht brauchen wollen. Ja, 1:11:08, Restzeit von 10 Sekunden, etwas weniger wie 10 Sekunden, dennoch ziemlich einfach gewesen. Ohne den Dreher am Ende, ja, unter einer Minute weiß ich nicht, habe es nie probiert. Ich bin auch gar nicht aus auf Rekordzeiten oder sowas bei RCs. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne ein Like, ein Abo, und ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück, und wir sehen uns das nächste Mal, nächste Woche. Dann, ja, schauen wir mal, was das neue DLC bringt. Neue Zeitrennen, ich glaube es kaum. Neue Fahrzeuge, wahrscheinlich. Ob die schnell genug sind, werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall auch vom neuen DLC berichten, und bis dann sage ich einmal ciao, haut rein.